Nach Mehrfamilienhaus mit einer Tiefgarage denke, wo jetzt vielleicht ein Mieter anfängt und sich dort eine Wallbox hinbaut. Und ohne mit den Nachbarn abgestimmt zu sein, mag das vielleicht von der Netzanschlusskapazität funktionieren. Da 58 mal 11 oder 22 kW hingelegt. Das sind sogar noch deutlich mehr. Es hätte sogar unter Umständen ein 20 kW Anschluss gereicht. Das ist der angekündigte zweite Teil zu unserer kleinen Gesprächsrunde mit Fachleuten zum Thema Netzintegration von Elektromobilität oder vielleicht muss ich auch die Elektromobilität an die Netze anbinden oder anpassen oder wie auch immer. Oder vielleicht geht es auch nur im perfekten Zusammenspiel von den beiden. Und heute haben wir wieder einen super Gesprächspartner. Es soll nämlich heute um speziell einen Modellversuch geben. Das nennt sich E-Mobility Carré. Und ich freue mich sehr, dass der Ralf Holder bei mir oder beziehungsweise bei uns heute als Fachmann dabei ist. Ich sag erstmal hallo Ralf. Hallo Julian. Und du sitzt auch im Südwesten der Republik. Genau, ich bin jetzt in Stuttgart, ja eins der Autoherzen in Deutschland, vielleicht auch bald Automobilherzen, was Elektromobilität angeht, also in Stuttgart, auch im Südwesten. Mhm. Okay, das heißt, du bist genauso wie dein Kollege Markus aus dem ersten Video. Links findet ihr in den Shownotes bei der ENBW. NetzeBW. Wir sind eine Tochter der NBW, aber vor allem für das Thema Verteilnetze zuständig. Also wir betreiben insbesondere in Baden-Württemberg einen Großteil der ganzen Stromnetze. Okay. Also du bist nicht derjenige, den ihr jetzt bashen könnt wegen irgendwelcher eventuellen Strompreiserhöhungen an den Ladestationen, sondern du bist eigentlich einer, der sich sehr intensiv damit auseinandersetzt und sich darum kümmert, dass wir alle zu Hause gut und sicher und zuverlässig laden können. Ihr habt es vielleicht in den ein, zwei Videos gesehen, die wir bei uns auf dem Kanal schon veröffentlicht haben. Es kommt immer mehr vor, dass auch im Bereich von Mehrfamilienhäusern Ladestationen gebaut werden, sei es entweder im Neubau oder sei es im Bestand. Wir haben ja auch gerade so einen Fall in Potsdam, wo wir einen Mieter begleiten bei seinem Weg zur eigenen Wallbox, leider durch die Instanzen. Und Ralf, ihr macht als Netzbetreiber einen anderen Weg. Ihr sagt nämlich, wir versuchen das nicht irgendwie abzuwiegeln, dieses Thema, sondern wir stellen uns ganz offensiv im positiven Sinn dieser Thematik, ich will es gar nicht Problematik, sondern dieser Thematik nennen, die ja nun auf uns alle im positiven Sinne auch zukommt. Und du hast eins der, oder mehrere, musst du uns halt nochmal sagen, der Netzlabore begleitet, in denen ihr ganz real einfach mal schaut, in Anführungszeichen, wie geht denn das eigentlich, wenn zum Beispiel in einer Tiefgarage mit, ich weiß gar nicht, kannst du uns gleich mal sagen, 50, 60 Plätzen plötzlich überall Elektroautos stehen und geladen werden müssen? Also unser Anspruch als NetzBW ist einfach, dass wirklich auch jeder, der ein Elektroauto hat, der zu Hause laden möchte, auch zu Hause laden kann. Das ist natürlich nicht immer ganz einfach. Stromnetze wurden vor vielen, vielen Jahrzehnten teilweise schon ausgelegt und die Anforderungen an das Stromnetz jetzt zum Beispiel genau durch Elektromobilität ist eine ganz, ganz andere, als es damals existierte. Deswegen untersuchen wir in wirklich Reallaboren in Feldtests. Das E-Mobility Carré ist eins davon, aber Markus hat bestimmt auch schon die anderen vorgestellt und erwähnt. Wir untersuchen da wirklich in diesen Reallaboren, wie wirkt sich denn Elektromobilität auf das Stromnetz aus? Welche Auswirkungen hat das? Wie laden unsere Kunden die Fahrer dieser Elektroautos und wie lässt sich daraus letztendlich eine kundenfreundliche Lösung schnüren, sodass eben genau jeder dann laden kann, wenn er auch möchte, ohne dass nachher die Stromnetze in einen Engpass kommen. Das E-Mobility Carré ist eben genau eins davon. Du hast gerade schon gesagt, 50 bis 60 Stellplätze. Es sind sogar noch deutlich mehr in dem Versuchsobjekt, das wir uns ausgesucht haben. Das ist eine Tiefgarage, da stehen 6 Mehrfamilienhäuser drauf, insgesamt 73 Parteien. Aber die Tiefgarage hat sogar 85 Stellplätze. Und da haben wir 58 Ladepunkte reingebaut und mal geschaut, was passiert. Ihr habt also einfach gesagt, wir fangen mal klein an mit 58 Ladepunkten. Manche haben ja schon Probleme, wenn nur ein Ladepunkt gebaut werden muss. 58 Wallboxen nehme ich mal an. Das heißt, ihr habt da 58 mal 11 oder 22 kW hingelegt. Was steht denn da jetzt für ein Transformator vor der Tür? Ja, genau, das ist der spannende Punkt. Also wir haben tatsächlich 58 Ladepunkte installiert. Die können bis zu 11 kW pro Ladepunkt laden. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, ja, wie groß ist denn genau dieser Transformator? Und die im E-Mobility Carré ist die Antwort ganz einfach. Es gibt keinen Transformator auf dem Grundstück, wo auch das Wohngebäude steht, weil wir haben folgenden Systemaufbau gewählt. Wir haben gesagt, okay, Lademanagement, das hilft. Das wussten wir zum Beispiel aus der E-Mobility Allee, ein Vorgängerprojekt. Da ging es darum, wie ich in einem klassischen vorstädtischen Gebiet, in einer Einfamilienhaussiedlung, Elektromobilität im Stromnetz möglich machen kann. Mit dem Carré sind wir jetzt wirklich in die Stadt gezogen, Großraum Stuttgart in Tamm, um die
klassischen Tiefgaragen, Stadtbedingungen bei Mehrfamilienhäusern zu untersuchen. So, aber wie sieht es mit dem Transformator aus? Wir haben gesagt, okay, Lademanagement hilft und wir können darüber letztendlich die Netzanschlussgröße möglichst klein dimensionieren. Wir haben einen sogenannten separaten Netzanschluss gelegt. Da wurde wirklich ab der Trafostation des Stromnetzes, wo also quasi die ganzen Stromkabel nachher im Gehweg von entspringen und die ganzen Häuser mit Stromversorgung, dort haben wir noch ein Kabel in die Tiefgarage gelegt. Das haben wir jetzt extra für das Projekt gemacht. Ich sage es gleich dazu, das ist kein Standard, das ist immer eine Einzelfallbewertung, ob das funktioniert und ob das sinnvoll ist. Aber darüber konnten wir wirklich die ganze Ladeinfrastruktur mit Strom versorgen. Sogar so ausreichend, dass wir jetzt im Nachhinein sagen, eigentlich hätten wir so eine große Lösung gar nicht gebraucht. Große Lösung heißt, mit welcher Leistung habt ihr diese ganzen Wallboxen dann letztlich angeschlossen? Also die Gesamtkapazität, die war ist in 124 kW über diesen sogenannten separaten Netzanschluss. Und tatsächlich wissen wir es nach 16 Monaten Feldversuch, die maximale Leistungsspitze, die aufgetreten ist, waren gerade mal 98 kW und das bei 58 Ladepunkten. Weil es haben nie mehr, und das fand ich total faszinierend, wirklich auch, es haben nie mehr als 13 Fahrzeuge gleichzeitig geladen, in der gesamten Projektlaufzeit nicht. Du hast das Stichwort schon genannt, Lademanagement. Was sind denn da so die Kernpunkte, die Kernangriffspunkte, sage ich mal, an denen man die Schrauben, an denen man drehen kann, um eben genau das zu erreichen, was du eben gesagt hast, dass man nicht jede Wallbox komplett anschließen muss mit jeweils 11 kW, sondern dass man eben mit einem intelligenten System die Anschlussleistung gering halten kann. Also im Prinzip Kernpunkt ist, wenn ich ein Lademanagement einsetzen will, es lohnt sich total auch wirklich für den Kunden, aber auch für den Stromnetzbetreiber. Wenn ich so ein Lademanagement-System einsetzen will, brauche ich natürlich Ladeinfrastruktur, die sowas unterstützt. Jetzt gibt es viele Hersteller, Wallbox-Hersteller zum Beispiel, die bieten das von Haus an, dass sie zum Beispiel einen Master-Slave-Aufbau haben. Da gibt es eine Wallbox, die hat eine kleine Steuereinheit drin, die steuert die quasi die anderen Wallboxen. Es gibt aber auch Systeme in einer abgesetzten Einheit, also das Thema Lademanagement ist ja ganz, ganz wichtig und das muss der Hersteller unterstützen. Jetzt ist es aber leider natürlich so, dass nicht alle Systeme untereinander komplett vollständig kompatibel sind. Das heißt, man muss auch darauf achten, wenn ich irgendwie zwei, drei Hersteller in der Auswahl habe, können die miteinander kommunizieren, können die miteinander sprechen. Das ist wichtig, weil sonst habe ich wieder einzelne Insellösungen und das ist natürlich nicht den Effekt, den man nachher auch wirklich haben will. Das heißt, wenn ich jetzt mal an so ein Mehrfamilienhaus mit einer Tiefgarage denke, wo jetzt vielleicht ein Mieter anfängt und sich dort eine Wallbox hinbaut und dann kommen im nächsten Jahr die drei nächsten, dann wäre das, so höre ich das jetzt raus, schon sinnvoll, wenn man sich eigentlich von Anfang an auf ein System einigen würde. Also Salamitaktik nenne ich es immer gerne mal, hilft da wenig. Also wenn der Erste aufbaut, ohne mit den Nachbarn abgestimmt zu sein, mag das vielleicht von der Netzanschlusskapazität funktionieren, beim Zweiten und Dritten vielleicht auch noch. Aber irgendwann kommt der Punkt, da ist einfach der Netzanschluss überlastet. Was dann passiert ist, die Sicherung im Wohngebäude gegen das Stromnetz, die sind überlastet, die Sicherung fällt quasi, wie man es auch von der Wohnung kennt, und dann ist erstmal das ganze Gebäude stromlos. Das will natürlich keiner haben. Deswegen empfiehlt es sich da wirklich auch zum Beispiel, wenn man in einer Eigentümergemeinschaft wohnt, sich mit den anderen Eigentümern abzustimmen. Wie gehe ich denn vor? Wie sieht mein Ausbauszenario aus? Gibt es nur ein oder zwei, die in den nächsten Jahren installieren möchten? Oder kommen dann in 3, 4, 5, 6 Jahren die ganzen anderen auch noch nach? Das sind nämlich andere Voraussetzungen, die dann berücksichtigt werden müssen. Und das in Kombination mit einem gemeinsamen Hersteller, wo man sich darauf einigt, ist natürlich ein großer Erfolg. Ich habe ich habe verschiedene Berichte über dieses Projekt gelesen. Ich habe irgendwo gelesen, ich weiß nicht, wo es war. Ich bilde mir ein, es war auf ElectriveNet, da stand sogar drin, ihr hättet sogar oder es hätte sogar unter Umständen ein 20 kW-Anschluss gereicht. Ist das richtig? Oder? 20 kW nicht ganz tatsächlich. Wir haben das Lademanagement auf 40 kW reduziert. Nochmal, wir haben ja 124 kW Anschlussleistung bereitgestellt. 98 davon wurden maximal ohne Lademanagement abgerufen. Und wir sind wirklich so weit gegangen und haben sukzessive die Ladeleistung für die Bewohner mit den 58 Ladepunkten sukzessive auf 40 kW reduziert, mit einem ganz, ganz tollen Ergebnis. Nämlich, klar, ich habe weniger Leistung, dadurch brauchen die Ladevorgänge einfach länger. Im Schnitt ohne Lademanagement hat so ein Ladevorgang 2,5 Stunden gedauert. Mit Lademanagement, mit diesen 40 kW, ungefähr 3,5 Stunden, also 1 Stunde länger. So, technische Lösung funktioniert. Man hat auch deutlich gemerkt, die Belastungsspitzen im Stromnetz dadurch sind erheblich niedriger als ohne Lademanagement. Was wir aber auch gesehen haben, ist, wir haben wirklich unsere E-Pioniere, unsere Feldtestteilnehmer auch interviewt über Umfragen und die Resonanz war wirklich sehr, sehr gut. Über 93% haben sich durch das Lademanagement, durch die 40 kW-Leistungsgrenze über die ganze Zeit nicht eingeschränkt gefühlt. Das heißt, das Lademanagement funktioniert wirklich, um Lastspitzen runterzunehmen, sowohl am Netzanschluss, aber natürlich dadurch auch im Stromnetz, als auch letztendlich, es wird akzeptiert und es funktioniert auch wirklich im praktischen Beispiel. Hätte an der Stelle ein
Ein Stromspeicher, so wie ihr das ja bei der E-Mobility Allee gemacht habt, da waren ja so verschiedene Stromspeicher im Einsatz. Habt ihr die Erkenntnis, oder habt ihr da einen Stromspeicher eingesetzt? Und wenn nicht, hätte das vielleicht auch nochmal dazu geführt, die Anschlusskosten zu verringern? Ja, wir haben zwei Batteriespeicher eingesetzt. Die sind quasi baugleich. Die wurden virtuell als ein Batteriespeicher zusammengeschaltet. Und mit dem haben wir auch untersucht, wie lassen sich denn über einen Batteriespeicher zum Beispiel Lastspitzen ausgleichen. Bestes Beispiel in den Abendstunden, wenn jeder lädt, die meisten E-Mobility-Karre laden zwischen 18 und 22 Uhr, dass genau in diesem Zeitraum der Batteriespeicher zusätzliche Leistung bereitstellt, um letztendlich am Netzanschlusspunkt diese Lastspitzen rauszunehmen. Das haben wir uns sehr, sehr im Detail angeschaut, aber jetzt wirklich nach diesen 16 Monaten Feldtest wissen wir auch, Lademanagement isoliert ist wesentlich effektiver, um Lastspitzen zu reduzieren, um die Anschlussleistung, die ich vom Netzbetreiber auch dann beantragen muss, geringer auszulegen, als wenn ich einen Batteriespeicher habe. Also Lademanagement ist extrem wichtig. Du hast auch schon angesprochen, die meisten Ladevorgänge, so wie man sich das klassischerweise vorstellt, zwischen 18 und 22 Uhr, oder habt ihr da auch zu den anderen Netzlaboren, die ihr betrieben habt oder betreibt, in diesem Umfeld hier, also Mehrfamilienhäuser, Veränderungen oder andere Dinge Nein, tatsächlich. Also festgestellt? jetzt zum Beispiel zum Vergleich zur E-Mobility-Allee in Ostfildern, aber zum Beispiel auch die E-Mobility-Chaussee. Die meisten Menschen, die wirklich elektrisch unterwegs sind, die laden klassisch in den Abendstunden. Unter der Woche prägt sich es nochmal ein bisschen stärker aus. Da wird mehr geladen als am Wochenende. Wochenende ist die Verteilung ein bisschen harmonischer, also teilweise auch vormittags, klassisch, wenn man vom Einkaufen zurückkommt. Aber so im Großen und Ganzen kann man wirklich sagen, in den Abendstunden wird geladen. Und was wir auch herausgefunden haben, da musste ich ein bisschen schmunzeln, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, im E-Mobility-Carré wurde sonntags die meiste Energie bezogen, nämlich in den Abendstunden. Daraus haben wir abgeleitet, wenn der Tatort läuft, laufen auch die Ladevorgänge in der Tiefgarage. Fand ich eine ganz, ganz nette Anekdote. Vielleicht auch, weil alle nochmal in ihren Wochenkalender geguckt haben und gesagt haben, oh, ich will mal mit 100% in die neue Woche starten. Genau, klar. Also die Fahrprofile unserer E-Pioniere sind grundsätzlich verschieden, muss ich ganz offen so sagen. Wir hatten wirklich von bis alles dabei. Wir hatten junge Paare, wir hatten Rentner, Berufstätige, eigentlich alles, Familien auch mit dabei. Da war alles vertreten. Entsprechend unterschiedlich sind natürlich die Einsatzzwecke eines Elektrofahrzeugs. Die einen fahren wirklich kurze Strecken zum Einkaufen, wenige 100 Kilometer in der gesamten Projektlaufzeit, wirklich bis zu unseren Spitzenreiter, die 60.000 Kilometer mit einem E-Golf zurückgelegt haben in diesem Zeitraum. Also ganz, ganz unterschiedlich. Nichtsdestotrotz, der Feldtest hat ja vor allem auch in 2020 stattgefunden, und in 2020 hat, obwohl Lockdown und obwohl Corona-Krise und Homeoffice viele, ich sag mal, Lebenseinschnitte irgendwie auch dominiert hat, trotzdem haben unsere E-Pioniere pro Monat, und das finde ich eine ganz, ganz tolle Zahl, pro Monat 1.100 Kilometer im Schnitt zurückgelegt. Also die Fahrzeuge wurden wirklich genutzt, die wurden akzeptiert und entsprechend auch viel zu Hause geladen. Gab es, bevor wir noch von, fand ich, sehr spannenden technischen Aspekt kommen, von irgendeinem eurer E-Pioniere negatives Feedback? Also gab es einmal den Fall, dass vielleicht einer gesagt hat, oh, mein Auto ist nicht voll und so, weil ihr mir da die Leistung abgedreht habt? Gab es da irgendwelche Probleme? Wir haben natürlich Feedback bekommen, die meisten in der Hinsicht, dass es in der Tiefgarage super gut funktioniert und dass es auch mit dem Lademanagement keine Probleme gibt. Das fand ich sehr, sehr toll. Wenn es irgendwie negative Kritik gab, dann eher, die Fahrzeuge wurden teilweise auch für lange Fahrten eingesetzt. Ich kenne so ein paar Beispiele, die sind wirklich von Tamden Richtung Ostsee, Richtung Schweiz, Richtung Luxemburg gefahren. Das ist Und weit. mit Das ist einem weit. E-Golf oder mit i3, das waren die beiden Fahrzeugmodelle, die Netze BW zur Verfügung gestellt hat, kommt man einfach nicht auf so hohe Reichweiten. Also muss zu viel zwischenladen und es ist natürlich ein Fahrkomfort nicht so hoch. Du hast jetzt eben schon mir sehr schön den Ball zugespielt für den Punkt, auf den ich jetzt noch zu sprechen kommen möchte. Ihr habt unterschiedliche Fahrzeuge eingesetzt, hier ein Golf. Ich glaube, der E-Golf, den ihr habt, der hat ein zweiphasiges Ladegerät drin. Ihr hattet i3, das ist wahrscheinlich schon ein neuerer gewesen mit dem 11 kW, also dem dreiphasigen Ladesystem. Ihr hattet auch in anderen Netzlaboren Fahrzeuge, die einphasig geladen haben oder die dann mal umgeschaltet haben zwischen drei- und zweiphasig. Bei der Zoe zum Beispiel ist es so, dass sie zum Ende des Ladevorgangs auf allen drei Phasen runtergeht. Beim Tesla ist es so, glaube ich, der schaltet eine Phase nach der anderen irgendwie ab. Also die Fahrzeuge laden nicht nur mit unterschiedlichen Leistungen, sondern sie haben auch ein ganz unterschiedliches Ladeprofil, wie sie jetzt konkret die Phasen belasten, das Stromnetz also belasten. Und das Stichwort Schieflast ist ja etwas, das jeder kennt, der sich so ein bisschen mit der Thematik auseinandersetzt. So, das war für mich neu. Diesen Aspekt hatte ich bisher gar nicht so auf dem Schirm. Von daher fand ich das sehr spannend. Wie hat sich das
bemerkbar gemacht? Sind daraus Probleme erwachsen, dass die Fahrzeuge alle heute zum Teil noch mit unterschiedlichen Ladegeräten, einphasig, zweiphasig, dreiphasig und auch unterschiedlichen Strategien ausgeliefert werden, wie sie den Ladevorgang zum Beispiel abschließen? Ja, also erstmal die Fahrzeugmodelle, die haben wir aus einem ganz bestimmten Grund gewählt. Grund 1 ist einfach die Verfügbarkeit am Markt. 45 Elektrofahrzeuge zu bekommen, war 2019 gar nicht so einfach tatsächlich. Und der zweite Grund, warum wir uns für den i3 und den e-Golf entschieden haben, ist genau dieses asymmetrische Ladeverhalten. Der i3 lädt auf allen drei Phasen, wie du auch gerade schon gesagt hast, aber gegen Ladeende quasi werden zwei Phasen abgeschaltet, er lädt nur noch einphasig weiter. Also damit hat man gegen Ladeende auch eine asymmetrische Belastung. Und der E-Golf mit zwei Phasen, eine Phase wird gar nicht angesprochen, da ist automatisch eine asymmetrische Belastung letztendlich vorhanden. Und das haben wir natürlich auch gemerkt. Wir haben uns sehr, sehr genau die Ströme angeschaut, die auch Richtung Ortsstation, Richtung Stromnetz nachher auch auftreten. Und als wir wirklich so eine sogenannte Symmetrieeinrichtung auch deaktiviert haben, haben wir mal gemessen, okay, wie groß ist denn die Asymmetrie dort auftritt. Und den Extremfall, den wir wirklich hatten, dass der Grenzwert um das Vierfache letztendlich überschritten wurde. Der Grenzwert liegt bei 20 Ampere, Differenzstrom zwischen den jeweiligen Phasen, und wir kamen bei knapp 80 Ampere wirklich raus. Und das, obwohl, und das ist auch für eine Installation nachher wichtig, wir nicht quasi immer Phase 1 auf Phase 1 geklemmt haben, sondern haben durchrolliert, also Phase 1, 2, 3 und dann 2, 3, 1 und so weiter und so fort, um da schon ein natürliches Gleichgewicht herzustellen, wenn Fahrzeuge asymmetrisch laden. Aber selbst das hat nicht gereicht, wirklich, um eine reine, wirklich Balance herzustellen. Und was passiert bei so einer Asymmetrie letztendlich, wenn die Leiter unterschiedlich gleich belastet sind am Netzanschlusspunkt, dann geht es natürlich weiter in Richtung Stromnetz. Und Ziel von dem Strom ist eigentlich immer, dass alles im Einklang ist. Einmal was Erzeugen und Verbrauch angeht, aber natürlich auch was die Phasenbelastung angeht. Man kann sich so vorstellen, wenn ich drei Wasserrohre habe, aus zwei kommt ganz viel raus und aus dem dritten gar nichts, dann ist es nicht so gut, wie wenn aus allen drei ungefähr gleich viel rausläuft. Ralf, ich finde es wahnsinnig spannend. Ich gucke so ein bisschen immer auf die Uhr sorgenvoll, weil uns irgendwie die Uhr wegläuft und wir gesagt haben, wir wollen so ungefähr 20 Minuten miteinander sprechen. Gibt es einen Punkt, den du uns noch mitteilen möchtest aus euren Auswertungen, wo du sagst, also da ist uns noch was Spannendes aufgefallen oder das wäre ein Tipp für alle, die in diese Richtung gehen wollen? Hast du da noch was Spannendes für uns? Ja, das Spannendste, was ich immer auch in Gesprächen mit Bewohnern von Mehrfamilienhäusern, aber auch mit Elektriker erleben, ist genau das Thema Gleichzeitigkeit. Lademanagement hilft da wirklich, um die Anschlussleistung möglichst gering zu halten. Weil wenn ich kein Lademanagement habe, gibt es natürlich Normen und Richtlinien, Deutschland ist ja alles genormt, die dann ganz klar vorschreiben, dass ich mit dem sogenannten Gleichzeitigkeitsfaktor 1 reingehen muss. Also ich muss, auch wenn die theoretische Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering ist, es können ja im Prinzip alle Fahrzeuge zur selben Zeit mit der maximalen Leistung laden. Und da komme ich eben in Leistungsklassen raus. Julian, du hast es vorhin gesagt, dieses kleine Trafostationchen im Vorgarten, das will natürlich keiner haben. Deswegen, wenn jemand wirklich zu Hause Ladeinfrastruktur aufbauen möchte, stimmt euch rechtzeitig mit eurem Elektriker ab und stimmt euch auch mit den Mitbewohnern ab, eben genau so, dass Lademanagement möglich ist, weil daraus profitiert nicht nur ihr letztendlich mit weniger Anschlussleistung, die notwendig ist, sondern eben auch der Netzbetreiber, weil die vorhandenen Kapazitäten im Stromnetz können quasi auf alle, die im Mehrfamilienhaus nachher laden wollen, einfach besser aufgeteilt werden. Das ist für die Gesamtsituation einfach wirklich vorteilhaft. Sprecht ihr denn über sowas auch mal mit sowas wie Haus- und Grundstücksbesitzern? Da gibt es ja so Verbände, die da zusammen sind, die vielleicht auch jetzt darüber nachdenken oder damit konfrontiert werden mit solchen Dingen. Dieses Wissen, was ihr jetzt habt und was du mit uns hier teilst, also Lademanagement Punkt 1, Punkt 2, siehe Punkt 1 so ungefähr, es ist unheimlich wichtig. Diese Informationen, wie bringt ihr die an die Leute, die dafür, zum Beispiel an die Wohnungsbaugesellschaften, wo Neubauten entstehen oder an Vermieter, die große Objekte haben? Also wir haben, Öffentlichkeitsarbeit ist uns extrem wichtig an der Stelle, weil die Erkenntnisse, die helfen nicht nur uns quasi als Netzbetreiber, sondern sind für ganz, ganz viele relevant. Hier das Thema Immobilienwirtschaft ist eins, aber auch das Handwerk, die Politik und so weiter und so fort. Und ich halte momentan mehr als nur einen Vortrag die Woche, eben genau um diese Erkenntnisse auch zu transportieren. Weil sie helfen einfach zu verstehen, was muss ich denn tun, wenn ich zu Hause immer mehr Familienhaus auch laden möchte. Also wir sind da sehr, sehr aktiv unterwegs. Wir sind natürlich auch mit den ganzen Gremien und Verbänden, was sich da im Bereich Laden im Mehrfamilienhaus auch umtummelt im Austausch. Ralf, vielen, vielen Dank, dass du uns diesen kurzen Einblick gegeben hast mit einigen Details. Ich fand es super spannend. Danke an dich, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich hoffe, auch für euch war das ein spannender Einblick in die Geschichte. Vielleicht auch gerade für alle von euch, die in einem Mehrfamilienhaus wohnen, als Mieter oder auch in einer Eigentümergesellschaft. Wenn ihr da vorhabt, Ladeinfrastruktur aufzubauen, sucht also das Gespräch und entscheidet euch nach Möglichkeit für eine Lösung, die hinterher auch entsprechend skalierbar ist, also in Richtung Lademanagement. Ralf, du nickst ganz fleißig, das haben wir verstanden. Das transportieren wir auch damit sehr, sehr gerne weiter. Und ansonsten, ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zugucken. Ihr könnt gerne ein Abo hinterlassen, wenn ihr es nicht schon gemacht habt, und einen Daumen nach oben, es freut uns sehr. Und ihr könnt auch gerne, wie gesagt, wie immer, das kennt ihr bei uns, einen Daumen nach unten geben. Schreibt uns dann aber bitte auch dazu, was euch gefehlt hat oder was euch nicht gefallen hat an diesem Video. Ganz wichtig aber auch, das habe ich vorhin auch schon zu Markus gesagt, beziehungsweise je nachdem, wann ihr dieses Video seht, wir haben diese beiden Videos hintereinander aufgenommen, schreibt bitte in die Kommentare, wenn ihr Fragen auch an Ralf habt, dann können wir vielleicht mal gucken, ob wir in einem Viertel oder in einem halben Jahr mal so ein Follow-up machen und vielleicht nochmal die ein oder anderen Dinge nochmal aufgreifen. Ralf, abschließend an dich die Frage, war es das jetzt mit den Netzlaboren? Wisst ihr alles oder wie geht's weiter? Habt ihr dann noch ein oder zwei Projekte in der Hinterhand? Wir haben natürlich auch noch andere Projekte, die Chaussee, das intelligente Heimland sind auch weitere Netzlabore von uns, die auch noch weiterlaufen. Und da gibt es auch noch ganz, ganz, ganz viele spannende Erkenntnisse, die wir rausziehen können, genau wenn es um das Thema privates Laden zu Hause geht. Also geht da gerne mal auf uns zu, Julian. Ich bin mir sicher, meine Kollegen sind da auch sehr, sehr offen für ein Gespräch. Alles klar. An der Stelle also abschließend Dankeschön. Dankeschön an euch fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.